Now turn up. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Kanal. Heute zocken wir wieder Subnautica und heute werden wir das Tauchdock-Reparaturfragment für den Zyklopen suchen. Also man kann mit diesem Fragment im Tauchdock den Zyklopen reparieren. Also wenn der in der Nähe ist, repariert er sich einfach automatisch. Aber man kann das auch einfach mit einem Reparaturwerkzeug machen. Also braucht man nicht unbedingt, aber das ist ein ganz nützliches Teil eigentlich. Ja, dann werden wir ganz kurz es suchen. Wir sind hier hinter der Aurora an den Triebwerken wieder. Und befinden uns einfach ein bisschen 400 Meter entfernt ungefähr. Also ein bisschen weiter weg. Dann müsst ihr einfach hier runter. Schwimmt einfach geradeaus hier nach hinten. Dann taucht ihr einfach hier runter ungefähr. Dann sieht man auch hier überall so blaue Kugeln. Von diesen Viechern da. Ob das Eier sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist hier ein riesiges Wrackteil. Da müsst ihr ein bisschen suchen. Ich habe meinen Zyklopen hier schon geparkt. Mit Krebsanzug und ich habe da auch schon Markierungen gemacht und sowas. Wir müssen in dieses Wrack reintauchen. Wo ist der Eingang nochmal? Irgendwo. Ah, hier ist der Eingang. Dann müsst ihr einfach hier reintauchen. Lass mal Licht anmachen. Sieht man echt gar nichts hier. Muss auch weiter runter. Nee. Muss ich denn jetzt hier lang? Da. Taucht hier ein bisschen rein. Ist ein bisschen tricky hier, aber. Muss ich ein bisschen umschauen, dann findet man das. Ist eine Tür. Ah, hier ist es. Das Reparaturmodul, da müsst ihr einfach reintauchen, ein bisschen suchen. Dann ist hier so ein Kasten. Und das ist das Teil hier. Dann könnt ihr den Zyklopen an dem Tauchdock reparieren. Das ist ganz praktisch. Ja. Dann war es das eigentlich auch schon mit dem Video. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Und ciao.